bist du? Da unten am Felsen. Und er hat einen Geist. Du gehst mir auf die Nerven mit deinen... Dann hat er das Huhn gestohlen. Ein tapfer Held, dass er ein Neuling ist. Franco. Gola, der Bart, der Duro am Al... Da sind's. Das ist der Bale. Und das, der Nicola. Jetzt. Aha, und da hätten wir ja wieder Zora. Der Duro, der ist gerade auf der Wach. So, ist das nötig? Man weiss nie, es ist besser so. Also hört, ist gut, dass ihr alle da sind. Ich möchte euch einen Vorschlag machen, was mit euch los ist und warum ihr, wenn ich sehe, im Affentempo zum alten Gorian gerannt sind. Unser Versteck ist nicht mehr sicher. Sie haben den Duro bis ganz nahe dran verfolgt und suchen jetzt die ganze Umgebung ab. Was haben ihr denn wieder angestellt, dass sie euch verfolgen? Wir haben den Sohn vom Bürgermeister in den Dorfbrunnen hineingehauen. Der Sohn vom Bürgermeister? Ja, da wird ja seinem Vater eine Freude haben. Ja, er hat nicht freiwillig wollen. Er hat ihn halt den Pavle aufgelupft und hineingehauen. Ja, was hat er euch denn zu leid da? Sie haben einen Freund von uns abgeschlagen und seine Früchte aus dem Meerkorb gestohlen. Die Feiglinge sind das fünfte von unseren Freunden los. Haben wir halt eingegriffen. Und dann wie? Die vergessen uns nicht mehr so schnell. Vor allem der Sohn vom Förster. Oh ja, der war auch dabei gewesen. Ja, aber nicht lang. Dann ist er davon gerannt und hat gemeint, mit dem sei die Sache erledigt. Das ist dann aber nicht so gewesen. Das ist die beste Idee, die der Duro je hat. Ja, und was dann? Ja, was ist dann passiert? Wir sind zum Försterheim und haben alle Tiere freigelassen. Die waren alle eingesperrt, in Käfig und Käfig. Ja, die haben eine Freude gehabt. Reh, Füchse, Eichhörnli, Vögel, alle sind davon in die Freiheit. Ums Himmels Willen, alle diese Tiere haben dir aus dem Käfig rausgelassen. Klar, und gefreut haben sie sich. Ja, Herrgott, noch einmal ist das wieder ein Blödsinn. Das gibt doch wieder Schwierigkeiten. Also, ihr hättet dem ja ringeren Tracht Prügel gegeben, damit passt. Wir haben keine Angst. Dummes Süden, um das geht's nicht. Was haben ihr denn sonst noch angestellt? Der Sohn von Müller ist in ein Bötchen gegumpelt und auf den Weiher rausgerudert. Ja, er hat gemeint, wir würden dann die Äpfel wutschen. Und dann haben wir das Wasser aus dem Weiher ablaufen lassen. Wir haben ja wirklich nicht wissen, dass so viele Fische in dem Wasser sind. Ja, geschieht dem Feigling ganz recht. Da ist selber schuld, dass alle Fische den Bach ab sind. Also ihr habt ja... Ich könnte ja gar nicht vorstellen, was das für ein Blödsinn ist, was ihr da angestellt habt. Dabei haben ihr euch nicht einmal am Sohn von Müller gerecht, sondern seinem Vater einen grossen Schaden angerichtet. Und der Müller, das ist ganz sicher, der klagt euch ein und dann werden ihr alle eingesperrt. Habt ihr jetzt begriffen, warum das mehr als dumm war? Und jetzt kommen wir zum alten Gorian und der soll euch aufnehmen. He? Jetzt, wo die ganze Stadt auf der Beine ist und euch sucht, ja, wie stellt ihr euch denn das vor? Ja, die ganze Geschichte lässt sich natürlich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ah, dafür ist es zu spät. Aber ich mache euch trotzdem einen Vorschlag. Wer weiß, vielleicht kann euch das ein bisschen weiterhelfen. Also, passt mal auf. Ganz in der Nähe sind die... Ja, sollen wir ihnen helfen, Thunfisch fangen? Hast du das schon mal gemacht, nicht? Das ist ja prima. Gesellschaft anstellen, ganz in der Nähe. Ich könnte... Ich bin so vorbei. Ich auch. Das soll gehen. Zora, komm, erzähl, was hast du wieder vor? Du, mach's nicht spannend, um was geht's? Nichts ist. Ich erzähl's, wenn wir bei der Burg sind. Ich sag nur so viel. Es gibt einen riesen Spass. Oh, also, Stecken hat's einen Haufen im Stall hinten. Tücher auch. Ja, einen Kürbis findet ihr dort oben auf selben Feld. Ich weiss, wem sie gehören. Ich sag's ihm dann. Prima. Kommen wir gehen. Adi, Vater Gorian. Ja. Adi zusammen. Und macht's gut. Das hat sie also für ihn wirklich gedacht. Wie wollen Sie als Polizist für Ruhe und Ordnung sorgen, wenn Sie... nie etwas Schulden geholt wird. Das ist doch ein Polizist. Neu immer wieder ein Gespenst. Was ist denn das für ein... Und es ist der Größte, der seit langem da gefangen worden ist. Also, wir freie Fischer, wir würden dem Bürgermeister natürlich lieber einen toten Hund schenken. Wenn schon. Ein toter Hund? Warum gerade einen toten Hund? Ja, das hat man früher so gemacht, wenn man einem Bürgermeister hat wollen zeigen, dass er abtreten sollte. Aber hört, ich muss jetzt in die Stadt.
Ihr könntet anfangen, den Fischen die Kiste verpacken und mit einem Seil zubinden. Sie kommen etwa in einer Stunde und holen. Ja, bis dann schaffen ihr doch das sicher, oder? Das ist kein Problem, Vater Gorian. Das können Sie gut uns überlassen. Ich finde das gar nicht lustig. Für den Bürgermeister. Ja, ich weiss, ich finde sie auch nicht lustig. Also, ciao zusammen. Wir sehen uns später, wenn ich zurück bin aus der Stadt. Adi, Vater Gorian. Macht's gut. So, und jetzt los an die Arbeit. Das gibt etwas. Was hast du eigentlich, Zora? Bist du nicht ganz gescheit? Du meinst doch nicht im Ernst, wir dürfen dem Bürgermeister den Fisch verpacken. Franco, du kommst nicht raus. Aber ich? Das ist eine gute Idee. Oh, das gibt es fest. Hochverehrter Herr Bürgermeister, liebe Einwohner von Seni, das ist ein grosser, historischer Moment, den wir jetzt gemeinsam erleben. Ein unvergesslicher, feierlicher Akt, der in die Geschichte von dieser stolzen Stadt eingeht. Wir alle wissen, wie sich unser Bürgermeister jeden Tag voll zum Wohl von unserer Stadt und aller Einwohner einsetzt. Und darum ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns alle für den geschätzten Einsatz beim Herrn Bürgermeister möchten bedanken. Wir wollen das in aller Feierlichkeit tun, um dem hochverehrten Herrn Bürgermeister zu zeigen, wie gross und herzlich unser Dank ist und wie sehr wir seinen Einsatz zugunsten von uns allen schätzen. Ich bitte Musik um den Tusch und übergebe damit dem Herrn Bürgermeister das Geschenk von der Stadt Seni, das in dieser Kiste verpackt ist. Das ist roter Hund! Das ist eine Gemeinheit! Das ist doch Küche! Wer hat den Tothund in Kiste da? Das ist ein Schand für die ganze Stadt! Begovic! Sofort eine dringende Stadtratssitzung! Holen Sie die Leute und sorgen Sie dafür, dass auch der Gorian dabei ist! Ist das klar? Ja, Herr Bürgermeister! Sofort! Ist doch eine Gemeinheit, was da passiert ist! Sind Sie endlich, Gorian? Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Sitzen Sie ab. Grüezi, der Hund. Meine Herren, wir sind hier zusammengekommen, um eine Sache zu regeln, die die ganze Stadt angeht. Ich wollte es kurz machen, denn Sie kennen ja alle die Geschichte von dem Geschenk, das mir die Pfanggesellschaft hat übergeben. Der Rot ist der Meinung, dass die kriminelle Tat, das heisst die Sache mit dem toten Hund, strengstens bestraft werden muss. Und ich werde nicht eher Ruhe geben, als bis die Täter nicht alle hinter Schloss und Riegel sitzen. Wir wissen, wer die Täter sind und wir wissen auch, wo sie sich aufhalten. Wir haben darum Sie, Gorian, eingeladen. Sind Sie bereit, uns die Bande, die als einzig für die Schande in Frage kommt, sofort auszuliefern? Wenn nicht, so sehen wir uns leider gezwungen, auch Ihnen den Prozess zu machen, Gorian. Ja, Sie haben recht, Herr Bürgermeister, wenn Sie mir den Prozess machen. Dann an dieser Geschichte mit dem toten Hund, da bin ich wirklich schuld. Können Sie das ein bisschen näher erklären, Vater Gorian? Ja, gern, Herr Pfarrer. Ja, der Kampf zwischen den freien Fischen und der Fanggesellschaft, den kennen Sie ja alle. Und Sie wissen auch, wenn ich aber denke,